Ist nicht. Ich bin seit 3 Stunden wach. Ich bin wach. Ich bin voller Energie. Es fühlt sich nicht wie ein richtiges Moin Moin an irgendwie. Aber komm, jetzt fahr ab dein Ding hier. Komm. Soll ich dir ein bisschen was zeigen? Das Wichtigste ist eigentlich diese Pose. So, diese Pose ist das Allerwichtigste. Auf dem Golfplatz, rechte Hand, Golf. Nee, genau. Ein bisschen weiter weg vom Körper. Und dann ein bisschen mehr Gewicht nach rechts. Und dann hier so stehen und in die Ferne gucken. So, ja. Und dann so, du, pass auf, schau mal. Hier, guck mal. Ich kenne den Wahlleiter, ja, dem sagen wir einfach hier mal schön Rosé unter der Hand und dann hast du deine 30% im Stadtrat, dann machen wir das, kein Problem. Den so. Wahlleiter? Ja, guck mal. Und dann wieder zurück in die Position, immer ganz wichtig. Und dann gucken. Golf besteht zu 90% daraus, anderen Leuten beim Golfspielen zuzuschauen. Es ist ja schon so ein bisschen, es ist ja eine Sportart, sag ich mal, die einem alles abverlangt. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern du dich auskennst mit Golf, aber ich habe es schon einige Male gemacht. Und, sieht auch schon sehr gut aus, also das kann man nichts bemängeln. Vielleicht kannst du mir mal ganz kurz zeigen, ob du überhaupt weißt, wie die richtige Position ist, die Pose, die Stellung beim, beim Abschlag. Du hast es schon sehr richtig gemacht, Das ist schon mal die Ausgangssituation. Das ist die Stretch, das ist Stretching. Da geht schon mal los. So, und dann natürlich ganz wichtig, also wichtig ist, Golf ist zu 99% Gras verstehen. Gras, wohin wächst Gras? Jeder Grashalm richtet sich aus und zwar wächst jeder Grashalm zur Sonne. Das heißt, der Grashalm an sich macht sozusagen im Laufe des Tages eine Umdrehung. Jetzt ist immer wichtig, die Position der Grashalme beeinflusst natürlich, wie der Ball rollt. Das heißt, du willst immer gucken, wo ist gerade die Sonne, wohin zeigen gerade die Halme. Wo ist die Sonne gerade? Okay, schlechtes Beispiel. Wir haben ja trotzdem morgens, das heißt, es wird irgendwo im Osten sein. Das heißt, immer einen Ticken zu weit nach links spielen, weil die Grashalme drallen ja sozusagen den Ball wieder nach Westen. Ja? Ja. Es ist aber ja auch so, dass der Ball, wenn man es richtig macht, möglichst kurz nur das Gras berührt. Ja. Im Optimalfall spricht man von Nanosekunden. Richtig. Die der Ball, das Gras, ich kann es mal vielleicht ganz kurz zeigen. Also wir legen den Ball ohne Tee, das ist dieser Plastikstöpsel. Also wir legen den Ball hier einfach auf so einen Grashalm, wie du richtig gesagt hast, die jetzt schon nach Westen geneigt ist. Ja, er ist jetzt schon in Bewegung, er hat jetzt schon drei. Man sieht es nicht, es ist ein sehr langsamer Drall, aber man, wenn ich ihn jetzt anfasse, ja, man spürt ihn. Ja. Und jetzt, wenn der Schläger sozusagen auf den Ball trifft, ich zeige das mal so, dann hebt er sozusagen den Ball über alles drüber. Das heißt, es geht um den Kontakt von Schläger auf Ball innerhalb, also diese Nanosekunden, wo der Ball quasi vom Gras abprallt. Genau. Das ist quasi, wie gesagt, Gras übernimmt einen Großteil der Arbeit. Ja. Der Schläger macht gar nicht so viel. Der Schläger ist sozusagen nur der an der Tür klopft. Und das Gras ist der sagt, oh shit, jetzt muss ich mich schnell anziehen, raus aus dem Haus. Ja. So in etwa. Ich habe lange Mario Golf gespielt tatsächlich. Mhm. Und ich habe es relativ schnell alles bereut. Ich habe immer Peach genommen. Von daher, glaube ich, weiß ich Bescheid. Ja. Immer den Spin und immer alle drei Schläge hast du einen Powershot. Und dann kannst du besonders weit schießen. Von daher, ich habe schon zwei gemacht gerade. Das heißt, jetzt kommt mein Powershot. Jetzt kommt der Powershot. So, fang einfach mal an. Du hast schon ein bisschen mehr Erfahrung. Du warst schon mal mit Booty in deiner Midlife-Crisis. Warst du schon mal mit Booty auf der Driving Range. Weil ich dachte, ich brauche ein Hobby, ich brauche einen Charakter, ich brauche eine Persönlichkeit. Jetzt werde ich Golfspieler. Mal gucken, wozu das geführt hat. Bitte. Also wichtig ist die richtige Stellung. Wichtig ist schulterbreit, Arsch runter, Arsch nicht runter, Knie. Leicht gebeugt. Tu es. Was zählst du an? Wohin willst du schießen? Ich würde gerne in dieses grüne Auffangbecken. Das kleine vorne? Nee, das große dahinter. Das große dahinten, okay. Wie viele Meter sind das? 60. 160, würde ich sagen. Ja. Oh, ja. So, Achtung. 160. Wichtig ist, ich zeige noch mal die 4 Stufen des Abschlags. Ja. Eins. Parkplatz finden. 2 Schläger ausleihen. 2. Genau. Gestreckter Arm. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Tablett. Und dann, der linke Arm ist eigentlich nur zur Stabilisierung. Der rechte, der untere, der macht den Schwung. Also gute Spieler... Nee, andersrum, ist genau andersrum. Nein. Der linke macht den Schwung. Nein. Der linke stabilisiert...
Jetzt mach einfach mal. Und der, ja, okay. Tu es. Ich hab. Bam! Ey! Wo ist er? Wolltest du mit Erde oder mit dem Ball ins Trampolin treffen? Komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Das ist recht einfach. Wichtig ist, Schwungarm, linke Hand. Die rechte Hand schmiegt sich darauf. Ja? Es ist ein inniges innige Liebesbeziehung. Schmiegt sich darauf und dann locker. Ich hole erstmal nicht so weit auf. Ich mache erstmal die 90 Grad. Mein Ziel ist das kleine Trampolin. Ich bin ja eher so der Präzise. Mhm, nicht so viel Kraft. Der Präzise, ja. Sondern Präzise. Okay. Der Präzise. Okay. Alter! Ja, nicht ganz. Das war verdammt viel Glück. Das war wirklich viel Glück gerade. Das ist jetzt aber ein Eisen, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt vier verschiedene Golfschläger. Es gibt den Mini-Golfschläger, es gibt den Putter, mit dem man ganz nah am Loch ist. Dann gibt es den Drive, den großen, dicken, mit dem man von ganz weit wegballert. Und das ist jetzt so die Mittelvariante, mit der wir gerade versuchen, ein bisschen zu chippen. Sprich, so ein bisschen von unten rein, aus dem Bunker holen. Das ist so ein bisschen der aus der Notsituation rausholt. Wir gucken mal, Eddie Bartz! Sehr schön! Mann! Robert, komm mal. Robert, du bist der Golfexperte hier. Du hast dich bereit erklärt, uns ein bisschen was zu zeigen. Hast du Feedback? Ihr macht das schon sehr, sehr gut. Das war gerade der Probeschlag bei Eddie. Eddie, ja. Man nennt ihn auch, ne? Den Maulwurf. Ich dachte mir, ich mache erstmal nicht den hier zu dem, sondern erstmal nur 90 Grad. Also, Schläger. Ja. Greifen. Genau, linke Hand oben. Ja. Rechtshänder, also linke Hand oben. Ja. Das ist die Schwunghand sozusagen, die macht das Pendel. Ja. Rechte Hand schmiegt sich oben darauf. Genau. Dann würdest du als erstes den Schläger hier hinführen. Genau. Dann geht er hier nach oben. Ja. Dann soll er wieder hier sein. Wieder auf 90. Warum lässt man nicht gleich? Das ist ja und dann, völliger Quatsch. Und dann durchziehen. Durchziehen. Hände nach vorne werfen. Hände nach vorne werfen. Das ist ein richtig. Guter. Und du hast gesagt, man darf den Ball nicht so nachschauen. Genau. Weil man sonst seinen Körper nach oben zieht und dann geht er zu hoch. Also würdest du hier, ja, da, hier und dann Hände nach vorne werfen. Nach vorne weg. Okay, alles klar. Hände nach vorne werfen. Das wird nichts. Teststark. Das war jetzt, ich habe nachgeguckt und dadurch ist mein Körper zu hoch gegangen und dann habe ich ihn verfehlt. Pass auf. Jetzt ist nochmal exakt dasselbe passiert. Ich mache es nochmal besser. Das ist so ein bisschen Déjà-vu vom Wakeboarden einfach. Jedes Mal den gleichen Fehler, 40 Minuten lang, das ist moin moin. Nee. Ein bisschen Rechtsdrall. Ich hab L gedrückt gehalten. Noch während, das ist immer schlecht. Wir sehen Eddie mit seinem ersten Schlag. Ein gut, ein fantastischer Drive. Niedrig geschossen und direkt in den Sandbunker. Sein zweiter Versuch. Er versucht es erneut. Tengade kämpft gerade mit dem Druck des Turniers. Er ist auf Platz 2 momentan. Er schlägt und leider nicht getroffen. Leider nochmal drüber geglitten. Das Gras ist allerdings auch feucht. Das muss man ihm zugute halten. Er hatte auch eine schwere Anreise. Ansonsten, wir gucken uns den nächsten Schlag mal an. Etienne Gade in völliger Entspannung. Er ist momentan Weltranglisten 2. Und da kommt der Schlag. Leider wieder viel zu tief in die Erde getroffen. Ich bin immer drüber, ne? Wir was? Stecken mal ein kleines Tee rein. Jetzt kommt sein Trainer einfach auf den Platz, versucht ihm nochmal ein paar kleine Tipps zu geben vor dem großen Anschlag. Er kriegt die Kinderhilfe, er kriegt die kleinen Schwimmflügel angezogen, um jetzt nochmal den Schlag zu versuchen. Etienne Gade, er versucht es hier erneut mit einem kleinen Jux. Das Lachen des Publikums schwer zu hören, die sind 4 Kilometer entfernt von der ursprünglichen Abschlagsposition. Wir geben ihm absolute Ruhe für den Schlag aufs Tee. Und er schlägt. Sehr schön getroffen. Komplett nach rechts trifft er das Gelbe. Oh, du hättest fast das Gelbe getroffen, Mann! Du hättest fast die 100 Punkte bekommen. Ich bin in den Sand rein. Das ist doch gut, oder? Okay, es ist aber offensichtlich leichter mit Tee. Naja, also ganz ehrlich, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt einfach Tee-Spieler und ohne Tee-Spieler. Ich bin halt einfach ein Tee-Spieler. Das heißt nicht automatisch, dass es leichter ist. Okay. Muss mal gucken, ob du überhaupt klarkommst jetzt mit so einem Tee. Stark. Nee. Ja. Das ist aber ganz ehrlich, Florentin, das ist für mich kein Golfschlag. Klar, natürlich. Du musst ja auch Präzision haben. Ja, aber du willst ja schon auch, dass dann richtig mit Schmack ist und so. Nicht jetzt einfach nur den Ball da irgendwie. Oh, der Godot. Oh, der kommt überhaupt nicht. Aber gar nicht so schlecht. Leck mich doch am Arsch. Ich finde es ganz entspannt. Es ist wirklich sehr entspannt. Ich habe mich gefragt, wer sind die Leute, die sozusagen
am Donnerstagmorgen. Ja, bevor man ins Büro fährt, noch mal sagst du auch noch mal schön was einlochen. Hier war ein Typ, der ist gerade hingekommen, der hat so 10 Schläge gemacht und ist wieder gefahren. Ich frage mich, warum? Aber ist es denn Sport? Also ist es also auch körperlich? Gut, oder ist es anstrengend nach einer Weile? Kein Counter-Strike, das muss man das ganz klar nicht sagen. Also, das gehört beim Golf immer so ein bisschen dazu. Ne? Man shakert ein wenig. Etienne Gardet erneut. Oh, der kommt wieder sehr, sehr tief. Die Tiefe bei Etienne Gardet immer mit dabei. Sehr tief, so kommt er aber nie hinaus. Sein Ziel immer noch das große Trampolin. Hier in ungefähr 670 Meter Entfernung. Die Experten sind sich uneinig. Der Schlag, oh, da kommt er schön hoch mit ein bisschen Hinterdrall. Da wollte er einen kleinen Trick machen. Es passiert aber auch jedes Mal was anderes irgendwie. Gemacht, er ist nicht erlaubt zu reden. Gerade seine Sponsoren drehen sich in Beschämtheit weg. Er versucht es erneut. Schlag Nummer 9. Seine Problemzonen sind der Überschlag. Er drückt den Ball zu sehr in die Erde rein. Eigentlich soll der Ball weg von der Erde. Ja, der größte Feind des Golfers ist die Schwerkraft. Das erfährt auch Etienne Gardet hier, wenn der Ball es nicht vermag, wirklich so richtig abzuheben. Er versucht es erneut mit Schlag Nummer 10. Die anderen Spieler sind schon weitergereist aufs nächste Loch. Etienne Gardet bleibt allein zurück mit seinem einsamen Sponsoren. Und Rolex kratzt sich schon am Kopf, ob das die... Oh, ein sehr schöner Schlag hier direkt. Wieder neben die 100, sehr beständig heute hier. Ein sehr schöner Schlag von Etienne Gardet. Ein noch. Sehr gut gefallen, er versucht noch einen. Er sagt ein noch, das sagt man im Golf in der Regel. Oh, sehr schön, das ist die richtige Richtung. Er hat nicht Golf vor dem Abschlag gesagt, das muss man machen, sonst kann man, sonst zählt der Treffer nicht. Ist ja so, hier stehen ja 1000 Leute hinter der Kamera, man sieht es nicht. Aber vor dem Ball ist man immer allein. Es ist nur die Gedanken des Balls und deine eigenen Gedanken. Du musst der Schläger ist eine Verlängerung deines Arms. Das stimmt. Das hat mein Sportlehrer immer gesagt. Wenn du am Basketballkorb stehst, man soll sich das Geräusch vorstellen, das der Ball macht, wenn er so durchs Netz geht. Ich kenne den Spruch, aber ich habe immer das Geräusch automatisch gehört vom Ring. Rong, klong. Oh, ja, genau klong. Das. Immer schon so zack hören klong. Und dann immer wieder Sportlehrer die Whiskyflasche aufmacht. Das war dann immer so das zweite Geräusch. So, da habe ich mich dran gefühlt. Oh, ist er drin? Schön. Schön. Aber warum haben alle Sachen einen Rechtsdrall? Das verstehe ich noch nicht. Soll ich dir zeigen? Ja. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Weil du... Batz! So. Etienne Schatzsucher, Gade. Wenn du mehr Power willst, dann probieren wir das jetzt. Okay. Pass auf. Sieht man das Holz überhaupt im Stream? Holz 5 ja. Ist mein Lieblingsschläger. Aufs Tee. Mit dem Vierer kann ich nicht so. Mit dem Holz 4er, hast du schon mal mit dem Holz 4er? So, jetzt pass auf. Ist schwierig. So, Holz 5 ist das Ding. Florentin, ich mache jetzt, Achtung, ich mache jetzt mit dem Holz 5. Tu es. Achtung. Holz 5. Ah, das sind die dicken. Ja, ja. Achtung, Holz 5. Sehr schön. Kannst du mal da hinten bei den Bäumen, da ist irgendjemand, dass die mal weggehen da hinten bei den Bäumen. Hallo. Ein bisschen Schiss um die Bäume da hinten. Auch ein bisschen auf die Vögel aufpassen, bitte. Ja. What the hell? Shit. Ja, warum spiele ich nicht immer mit dem Holz 5? Wie geht das? Ja, das ist ein Geheimnis, Florentin. Ich zeig's dir nochmal, um nur um allen zu beweisen, dass das kein Zufall war, sondern Spezialisierung auf Holz 5. Holz 5, Achtung. Ja, warte. Ich bleibe bei meinem guten alten Eisen. Ganz kurz, warte. Holz 5. Komm! CD Holz 5. Sehr gut. Das gibt's doch nicht. Testschlag, jetzt der richtige. Wow. Das war ein cooles Geräusch. Das ist ja das Wichtigste eigentlich. Holz 5. Achtung, Holz 5. Mann, ey. Etienne, das ist wirklich, das ist grausam. Das ist wirklich grausam. So. Aber jetzt kommt mit Holz 5. Achtung. Holz 5, Achtung. Ja, tu es. Holz 5, Achtung. Achtung, alle Satelliten kurz mal. Holz 5. Weiß ISIS Bescheid? ISS. Bats. Holy crap. Das ist Wahnsinn, wie weit die fliegen. Wie viel Kraft da drin ist. Auf so einen kleinen Ball.
komm schon, der ist drin, der ist drin. Ja, der ist drin. Der war wirklich drin. Und wir haben ihn nicht drauf. Haben ihn drauf. Hast du das gesehen? Das ist nicht euer Ernst. Also ganz ehrlich, ich hab nichts gesehen. Bist du sicher, dass er drin war? Der ist einmal aufgedotzt und dann ist er rein, ins Große. Ich habe ihn nicht gesehen, ehrlich gesagt. Da kann jetzt jeder viel behaupten. Dann mache ich doch lieber nochmal mit dem Holz 5. Nee. Die Lernkurve ist... Nee, aber du machst es auch falsch. Wenn du einmal Peach nimmst, you don't say. Wenn du einmal Peach nimmst, musst du bei Peach bleiben. Nicht irgendwie sagen, oh, ich nehme jetzt mal Bowser. Weißt du? Ja, aber du musst investieren. In Leute und in Schläger. Willst du mal mit dem Holz 5? Nee, ich bleib bei Peach. Mach mal einmal den Bowser. Nee. Einmal noch. Ich will einfach nur einmal in die Stratosphäre. Mir ist völlig egal, wohin. Einfach nur mal. Oh, je, 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 je. Aber pass auf, also es ist nicht ganz ungefährlich. Mhm. Musst du echt ein bisschen... Okay. Stark. Sekunde, das passiert. Okay. Das ist gut. Ja, aber vom Sekunde. Schwung sieht super aus. Sekunde. Ja. Okay, letzter Schlag, sorry. Ich habe es vorhin immer nur zu dem gemacht. Verdammt nochmal. Warte. Ich hol mal nicht so weit aus, sondern nur, wie ich mich wohlfühle. Ja, mach mal nur, wie du dich wohlfühlst. Stark. Das hat schon was. Da ist schon was dahinter. Wir spielen uns hier gerade so ein bisschen ein. Wir gehen gleich noch auf die Putting Range, sogenannte Putters Range, benannt nach Joseph Putter, der hier das erste Mal einen Golfball versenkt hat, zufällig. Er war auf der Suche nach Öl. So, putten. Jetzt um 10er? Mhm. Ja? Ja. Ernsthaft? Ja. Also, wir machen Challenge. Es geht am gleichen Punkt los. Also hier bist du ja noch im Rough. Wo fangen wir an? Das ist das Rough. Nee, was ist im Semi-Rough? Und du willst im Green. Im Fair. Also, wir fangen im Semi-Rough an. Also, Etienne, ja. Du kennst Minigolf, ne? Mhm, mhm. Okay, die Bewegung ist eigentlich die gleiche. Das mit Schuhen da drauf eigentlich? Ja. Du willst pendeln. Du willst nicht schlagen, sondern du willst pendeln. Aber Körperpendel, Handgelenkpendel? Arme. Armpendel, okay, verstehe. Es ist wieder die gleiche Geschichte, dass die Handgelenke bleiben starr und nur die Arme bewegen sich. Mach mal. Hier. Ah ja. So. Mhm. Okay, ganz anders, als ich gedacht habe. Oh, wie der rollt, wie aus so einem Pfannkuchen, nicht das ist ja unglaublich. So. Nicht so, warum sondern, nicht? Weil damit die Bewegung nicht multiplizierbar ist. Ja, so, korrekt. Ne? Hier, das wird immer anders sein, aber wenn du gleich bleibst, aber ganz kurz, Eddie, auf dem Gras ist jetzt zu tau. Also du hast so, musst du mit du hast du mit so kleine Wassertröpfchen, ja, auf dem Gras, ne? Also pass da auf. Okay, also wir schießen jeder abwechselnd, wer weniger braucht, um ins Loch gewinnen. In welches? Aber welches Loch? Machen wir das Blaue, oder? Das Blaue. Es ist ja wichtig, das weißt du ja auch noch von Mario Golf, du musst dir das jetzt quasi so vorstellen, wie Neo die Matrix sieht. Du teilst das quasi so ein in kleine Vierecke und dann siehst du direkt, wo hier die Höhe ist. Ich sehe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier... Hier eine leichte Erhöhung auf links, ne? Also es geht ja so ein bisschen, hier ist ein kleiner, den für das menschliche Auge eigentlich nicht zu sehen. Ja, ja. Jetzt zu Hause an den Bildschirmen. Hier ist quasi ein Hubbel auf der rechten Seite. Also du müsstest ein bisschen rechts am Blauen. Fange ich an, oder wie? Oder fängst du an? Ich fange an. Und ich ich zeig's einfach mal ganz kurz, was ich meine. Du musst rechts vorbei, damit er. Wir sehen Etienne das Momentum. Also, dass er den. Tau belegt das Screen. Das macht das natürlich ein bisschen unvorhersehbar. So. Achtung. Von Etienne Gaddy. Man nennt ihn auch den. So, Vladimir. Da kommt der Hubbel und jetzt geht's nach links. Richtig. Ah ja, okay, jetzt haben wir die Höhe drin. Okay, schöner erster Putt. Ich zieh nach. Etienne Gaddy, wie zufrieden bist du mit dem? Überhaupt nicht. Ich find's auch gut, dass man wegen dem Tau hier so eine Spur der Schande hinterherzieht, wo man genau gucken kann, wo ist es schiefgelaufen. Also, Pendel. Ich fang doch hier im flachen Gras an, wie ich auch. Nee, ich brauch den Schwung. Ja, aber fang doch hier im flachen Gras an, wie ich auch. Aber ich will doch nicht auf dem Hang putten, das ist ja doch nicht gut. Aber fang doch an, Etienne, so, aber so wie ich. Etienne, ich mach das schon. Also ein bisschen. Also ein bisschen nach links spielen, wir haben den leichten Drall nach rechts gesehen gerade. Okay. Okay, Etienne. Aber was liegt denn da im Weg? Da liegt doch irgendwas.
Da liegst nur du, Etienne. So, jetzt guck doch mal, da liegt doch was. So kann ich nicht spielen. Darf man Objekte entfernen? Nein, 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 nein. Das gehört dazu, das gehört zur Map. Dieses Objekt ist. Aber die Fahne kommt raus, oder? Und mit diesem Blatt hätte mein Schlag nicht funktioniert. Die Fahne kommt raus, oder? Okay, 20 Grad, 24, rechts, links, okay. Schlag Nummer 2 von Etienne Gade. Etienne Neo Gade. Folgt er dem weißen Kaninchen? Oh, der Schläger. Etwas schief in der Auflage, aber er versucht damit wahrscheinlich dem Tau entgegenzuwirken. Leicht hügeliger Anflug hier auf das Loch. Und er schießt unten mit viel Kraft drüber, direkt drüber und wieder im Rough drin. Das war natürlich all in gegangen. Schön gemacht, aber ein bisschen zu viel Kraft an der Stelle. Schön, Eddie. Aber das war exakt gerade. Es war wirklich exakt gerade. Es war schön. Aber warum ist denn, ist das überhaupt offen hier? Ja, lass es. Gut. Es war nur ein bisschen zu feste. Alles klar. Bisschen zu lang A gedrückt. Du bist der Ball. Auch hier, man muss sich das Geräusch vorstellen, das der Ball macht, wenn er ins Loch geht. Dieses. Das muss man sich vorstellen. Das ist alles eine Kopfsache. Komm, 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 zieh, zieh, zieh. Ui, 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 ui. Okay, naja gut. Immerhin. Etienne? Du bist dran. Wenn ich ganz kurz was sagen darf. Es sieht jetzt natürlich so aus, als ob Florentin einen viel besseren Schlag gemacht hätte. So unterm Strich stimmt's, aber rein technisch gesehen war mein Schlag präziser. Ja. Also er ist ja genau übers Loch gegangen. Ich weiß nicht, warum die Schwerkraft kurz für einen Moment ausgesetzt hat. Und also wäre es ein Spiel, würde ich sagen, ist ein Bug. Mach ich jetzt hier mit dem Putter? Oder geht er wieder auf sein Fünferholz zurück, das ihn schon gute Dienste geleistet hat? Er probiert's. Etienne Gade. Aber er braucht schwierige Situationen, er braucht die Herausforderung. Das haben wir damals in Malmö schon gesehen, als es geschafft hat, von der Autobahn nochmal direkt aufs Tee zu putten. Und jetzt, er versucht es nochmal schön wieder direkt drauf, aber daneben. Wieder zu viel Kraft und daneben, das ist eine schlechte Kombination. Und jetzt natürlich Matchball. So, da braucht es jetzt schon viel, um hier nicht zu treffen. Ich habe, also ganz ehrlich, das gibt es häufiger, dass Leute dann so einen nicht treffen. Ja, wirklich? Wichtig ist auch nicht zu viel, nicht zu wenig Power. Da ist er, die Menschen. Ich habe angefangen, ne? Ja, dann hast du ja eh schon gewonnen. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich schon sehen, wie du das solide noch zu Ende bringst. Mit Schlag Nummer 4. Oh, jetzt warten die. Die Herren warten schon auf uns. Da kommt der schön. Oh, da ist er wieder vorbei. Das ist der Tau. Das ist der glitschige Tau. Man hat gesehen, da ist der Drall dran. Aber das sollte er jetzt schaffen. Solide, locker, überhaupt kein Problem. Zählt als Schlag, sechster Schlag. Jetzt kommt der sechste Schlag. Und Schlag Nummer 6, Etienne. 4 Schläge über dem Platz, Minimum. Und er schafft es. Sehr schön solide eingeloggt. Fantastisch. Wollen wir noch eins? Also haben wir noch Zeit für noch? Ich glaube, die Herren, die Damen. Nein, die Herren sagen, dass wir noch eins machen können, glaube ich. Ja, gut, du fängst jetzt an. Ich fange an. Von wo? Ja, von da. Grün. Das ist jetzt natürlich alles umgekehrt. Ne? Wir sehen es hier schon ein bisschen an den Rasenlinien. Alles jetzt umgekehrt, ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen nach rechts schlagen. Flugzeug. Nicht zu wenig Kraft. Nicht den Fehler machen wie vorhin. Zieh links! Ah nein, wo ist der Hang? Wo ist der Hang? Nicht ideal. Nicht ideal. Jetzt kann Etienne nachziehen. Etienne, 6 Schläge zum Ziel, Etienne. Schafft es jetzt natürlich. Er bleibt ruhig. Er liegt hinten. Weltranglisten, Platz Nummer 28 mittlerweile. Er sinkt ab innerhalb eines Turniers. Sehr rapide.
Er schafft es hier mit viel Kraft nach rechts. Oh, schön. Und der auch ein bisschen. Er hat einen Rechtsstrahl. Warum hat er einen Rechtsstrahl an der Seite? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, ich habe mir vorgestellt, dass der ganz woanders landet, ehrlich gesagt. Das müssen wir probieren. Der ist hier, der, guck mal, beide haben eine richtige Kurve gemacht. Aber ich bin schon ein bisschen näher dran. Aber ich dachte, sie machen echt eine Kurve in die andere Richtung. Ich bin ein bisschen hier näher der Hand dran. Ist. Ich würde sagen, bei mir sind es nicht ganz 2 Meter und bei dir sind es 2,5 Meter. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, wieder ein bisschen über rechts kommen. Okay. Wo ist der Hang, Mann? Wo ist dieser scheiß Hang immer? Wo ist der Hang? Birdie. Oh, da gut, bin ich Birdie? Jetzt sehr gespannt. Wenn die Tenga oder den Eagle. Ball trifft, Eagle ist besser. Hat er gewonnen. Natürlich, er muss hier etwas Hang auf, da braucht er viel Kraft. Aber Kraft ist nicht das Problem von Etienne Gardet. Eher ein Übermaß an Kraft schafft er es, den Hang richtig einzuschätzen. Der typisch ist heute. Die Schwerkraft. Guckt man aufs Loch, während man schlägt, oder auf den Ball? Ist sie Ball. Noch auf den Ball. Kraft. Der Blick gilt natürlich dem Ball, dem besten Freund des Golfspielers, der jetzt mit einem schönen, sanften, er will ihn schmeicheln, er will ihn streicheln, er will zum besten Freund des Balls werden. Und er trifft leider daneben, schade. Wie viele Punkte gibt es, wenn ich jetzt deinen reinschlage? Das ist nicht trivial, das sieht trivial aus zu Hause und ihr denkt euch, ach locker lässig. Oh, das war meine Chance auf den Sieg. Jetzt, ich kann auch ausgleichen, ich kann auch ausrechnen. Den musst du quasi treffen. Also ohne Druck jetzt, aber wenn du den nicht triffst, würde ich sagen, dass du verlierst. Ah, nein! Jetzt. Das kann so, nicht sein. Jetzt habe ich die Chance. Das kann nicht sein, aber okay. Das kann jedem passieren, okay. Etienne. Das kann jedem passieren. Ruhe. Das kann jedem passieren. Das kann immer passieren. Es gibt immer schwache Momente, wo man einfach kurz nicht dabei ist und man kurz den Hang unterschätzt. Etienne Gardet mit seiner Chance zum Ausgleich. Oh, ganz solide, schön solide reingemacht. Ich glaube, Golf ist auch ein Mindgame. Bei Golf ist sehr viel einfach auch Einstellungssache und Psychologie. Aber was ich bei so Sportarten wie Golf nicht mag, ist, dass man nicht wirklich gegen seinen Gegner spielt. Sondern man spielt so parallel. Also man kann nicht wirklich Einfluss nehmen, man kann nicht so den Ball des anderen wegdotzen oder sowas. Ja, kann man das, schon, aber es ist... Ja, aber das macht man nicht. Sag mal, darf man überhaupt eine kurze Hose auf dem... Darf man? Aber nur so eine karierte, die so ein bisschen... So darf man aussehen? Ja, so darf man aussehen. Golf ist ein Sport für jedermann. Es ist ein toleranter Sport. Es macht wirklich Spaß und ich hatte davor noch nie einen Golfschläger in der Hand. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass man recht schnell schon Erfolge haben kann. Also es hat Spaß gemacht und ich hätte auch fast, ich habe ihn ja getroffen, man sieht es leider nicht so ganz gut im Video, aber ich habe getroffen und es hat Spaß gemacht, ist auf jeden Fall toll. Geht mal raus, geht auf den Golfplatz und es macht Spaß. So unterschätzte Sportart, oder? Ja, und nehmt euch jemanden mit, der so ein bisschen schlechter ist als man selbst, dann hat man auch irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man nach Hause fährt. Das war Moin Moin, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.